Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Soulworker. Ich habe den Fehler gefunden. Wir hatten in der letzten Folge ja das Problem, dass das Bild doch ja, leicht ruckelig war. Es war nicht so flüssig, wie wir es vielleicht sonst gewohnt sind. Ich hoffe, es ist euch nicht zu sehr aufgefallen. Mich persönlich hat es auf jeden Fall ein bisschen gestört. Darum habe ich auch schon nach der ersten Episode wieder aufgehört mit dem Aufnehmen. Es hat jetzt eine Weile gedauert, aber ich glaube, ich habe das Problem nun gelöst. Es lag nicht, wie vermutet, am Server selber oder an der Internetverbindung. Ich glaube, das war irgendwie ein Zusammenspiel eines Windows 10 Updates und vielleicht auch eines kleinen Updates von Soulworker. Auf jeden Fall habe ich nun etwas in den Grafikeinstellungen verändert im Spiel selber und seitdem läuft das jetzt hier wieder wunderbar flüssig. Ich kann die Kamera drehen wie wild und es ist einfach wirklich flüssig. Es ist nicht rocklig. Und damit können wir jetzt nun endlich mit der Geschichte fortfahren. Wir haben ja in der letzten Folge erfahren, dass es noch einen Soulworker gibt, einen Blood-Soulworker, um genau zu sein. Denn wie immer bei allen Experimenten und Forschungen gibt es irgendwie einen Prototypen und dieser eine Prototyp hat auch einen Namen und zwar Susie. Und dieser Prototyp ist deutlich besser gelungen, als man erwartet hatte. Und naja, man hat Susie irgendwann doch komplett eingesperrt und zwar unter diese Basis. Ich nehme mal an, das hier dürfte vielleicht das Zentrum sein. Und wenn wir jetzt da einfach ganz tief runtergehen, dort werden wir dann wahrscheinlich irgendwann Susie finden. Avel möchte ja unbedingt Susie wieder erwecken, wiederbeleben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie schläft, tot ist oder sonst irgendwas. Da wissen wir rein gar nichts. Wir wissen einfach nur, Susie ist außer Gefecht gesetzt worden. Avel möchte sie befreien und hat natürlich die kleine Hoffnung, dass Susie ihn wiedererkennt. Ich vermute tatsächlich, dass Susie die nicht wiedererkennen wird, die Blood Soulworker, und vielleicht müssen wir ihnen dann helfen. Aber das werden wir jetzt einfach im Laufe dieser und der nächsten Folge rausfinden. Wir werden jetzt hier erstmal ein kurzes Schwätzchen mit Amanda halten. 그 바보는 일 언제 하냐고 좀 물어봐 주세요. Der Burgunhold wurde wieder aktiviert. Seine Leistung steigt immer weiter an, also arbeitet er jetzt wohl korrekt. Der Burgunhold wurde wieder aktiviert. Oh, das haben wir ja gerade eben schon gehabt. Was ist plötzlich los? Gibt es weitere Probleme? Die Probleme explodieren nur so. Nein, es ist nichts. Ich habe nur eine merkwürdige Verbindung gespürt. Ich habe mich nur gefragt, was es war. Eine merkwürdige Verbindung? Haben sich vielleicht die Blood-Soulworker gemeldet? Sag schon. Also das. Es ist einfach nur merkwürdig. Nichts Bemerkenswertes. Egal was es ist, es könnte sehr wichtig sein. Also was ich meine, ich habe meine Stimme gehört. Was? Was soll das bedeuten? Wie soll ich das erklären? Also, ich habe meine Stimme von komplett unterschiedlichen Koordinaten gehört. Ich konnte den Absender auch mit meiner Soul Force nicht lokalisieren. Ob es etwas mit diesem Fall zu tun hat, weiß ich nicht. Aber es ist irgendwie merkwürdig. Du hast von unterschiedlichen Koordinaten deine eigene Stimme gehört? Und was hat die Amanda von diesem anderen Ort gesagt? Genau kann ich mich nicht erinnern, aber einen Namen habe ich genau herausgehört. Stella Unibel. Ihren Namen hat sie ständig gerufen und schien sehr beunruhigt. Hast du diesen Namen schon einmal gehört, Lilly? Nein, den Namen kenne ich nicht. Wir haben keine Zeit, uns um unbekannte Phänomene zu kümmern. Amanda, scann du weiter die Wellenreaktion des Burgundholz. Ja, in Ordnung. Ich habe es nur erwähnt, weil ich dachte, dass es helfen könnte. Moment, Amanda. Wie bitte? Was gibt es? Kann es sein, dass die Übertragung vom Himmel gekommen ist? Wenn du die Koordinaten hören willst,
Es stimmt schon. Sie kam aus großer Höhe. Wusste ich es doch. Was ist das? Ist etwas Schlimmes passiert? Erinnerst du dich, dass ich letztes Mal von einer gewaltigen Energie sprach, die aus dem Himmel kam? Ja, etwas von einer Energie, die aus weiter Ferne aus dem Himmel kommt. Diese Energie, noch ist es nicht sehr viel, aber sie wird immer größer. Und die Blattzauberer graben nur im Boden. Ist das nicht seltsam? Alter Mann, weißt du vielleicht etwas darüber? Ich werde es ehrlich sagen, ich weiß nichts darüber. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das sagst du ja fast, als wärst du stolz drauf. Im Himmel wie auf Erden, überall nur Ärger. Wir können uns ohnehin nur auf der Erde bewegen. Kümmere du dich bitte um den Burgunhold, Lilly. Da ich nicht fliegen kann, werde ich mich nicht weiter darum kümmern. Stella, Unibel, die ein oder anderen von euch. Wird der Name jetzt wahrscheinlich was sagen, denn das ist einer der Charaktere, die wir zu Beginn auswählen können. Und zwar ist das die nette Lady mit der Gitarre. Ja, mit der Gitarre ist das die. Ich hatte jetzt gerade nur noch mal überlegt, wir haben ja doch ein paar zur Auswahl, aber Stella Unibell, das ist die nette Lady mit der Gitarre. Ist, glaube ich, eher eine Heilerklasse, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wir sehen hier übrigens auch ein nettes neues Kostüm, das man derzeit im Shop erwerben kann. Sieht eigentlich gar nicht mal. Warte mal, ist das hier eigentlich eine Lilly? Nein, das ist keine Lilly. Keine Ahnung, was das für ein Charakter ist. Ist ja auch egal, wir werden uns jetzt einfach mal in die nächste Schlacht wagen. Diesmal wieder inflüssig, fast ein bisschen zu flüssig. Ich renne ja hier schon überall gegen. Ah, das sieht aber ein bisschen nach Freiluft aus hier. Geht's jetzt hier doch nach oben? Ah, erstmal wieder unsere geliebten Roboter. Wir hatten das ja in der letzten Folge mit dem großen, ja, Rad, möchte ich ja fast schon sagen, und zwar, ich glaube, in der X-Variante zu tun gehabt. Sah gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich bin jetzt mal echt gespannt. Ich hatte das ja schon mal erwähnt, glaube ich, in der letzten Folge. Was mich sehr, sehr stark wundert, ist, dass wir hier rein gar nichts eigentlich vom NED-Konzern mitbekommen. Das Einzige, das wir jetzt mal mitbekommen haben, war ja, dass die den Dr. Stoff in Sicherheit bringen wollten. Ich weiß es ja nicht, was sie da vorhatten mit ihm. Von Henrik fehlt auch absolut jede Spur. Oh, ja, das ist doch freier Himmel. Was machen wir denn jetzt plötzlich hier oben? Ah, das ist ja cool. Jetzt habe ich die da einfach mal. Oh, die habe ich aber ganz schön gut kaputt gemacht. Die haben ja wirklich fast gar keine Leben mehr. Na, bis auf die, die da jetzt hier gerade neu dazukommen. Ah, und die haben es gleich in sich. Level 53, aber kein Problem. Ich habe ja super geile Skills, mit denen mache ich das hier schon. Sollte ich jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr einsetzen. Jetzt macht es ja wieder Spaß, diese Skills hier einzusetzen. Als es so geruckelt hat oder geleckt hat oder keine Ahnung, ich kann das wirklich sehr, sehr schwer beschreiben irgendwie. Aber ich hatte tatsächlich auch danach, als ich ein bisschen rumprobiert hatte, so das Gefühl, dass das alles sehr träge ist. Irgendwie, ich bewege die Maus gefühlte 3 Meter um den Kreis herum, während die Lilly da irgendwie nur, ja, vielleicht eine 20-Grad-Drehung gemacht hat. Ist jetzt natürlich alles sehr übertrieben, aber ihr wisst schon, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Aber nun ist wieder alles gut, aber ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt von dem Setting hier jetzt und auch von der Musik. Ah, na, schau mal, hier geht es ja schon wieder nach unten. Was können wir hier machen? Benutze die Kontrollanlage des Generators, um das elektrische Magnetfeld zu entfernen. Ja, kein Problem. Oh, hallo. Ah, ich sehe schon. Ihr habt damit wohl doch ein kleines Problem. Aber macht nichts. Schau mal her, hier alle weg. Mit einem Schlag fast. Ah, ich liebe diese Skills. Das ist einfach so geil. So, hier wahrscheinlich nochmal dasselbe.
Ja, sieht doch alles ganz gut aus. Oh, ein Grotin ist erschienen. Man muss jetzt hier gerade wieder schauen. Hier, jetzt. Ah, der Tornado. Wie geil. Den liebe ich ja ganz doll. Immer noch nur Router. Das hat aber noch immer so kleine. Ich frage mich halt wirklich, wann wir da mal was Gefährlicheres und auch cooler Aussehenderes zu Gesicht bekommen. Da hat sich jetzt ja doch schon seit einigen Folgen nicht mehr viel getan bei dem Design der Gegner. Aber wenn wir jetzt ja schon runter zu Susi gehen, ich weiß ja nicht, ne, was da noch auf uns wartet. Wer weiß, was die überhaupt kann. Und diese Stella Unibel, Unders aus dem Himmel? Also, das wird doch mittlerweile sehr konfus, was da auf uns zukommt. So, was haben wir denn hier Schönes? Was ist denn das hier? Sieht doch noch was aus, das ich theoretisch benutzen kann. Ja, die Karte da oben zeigt es auch schon an. Was ist denn das hier? Oh, ja, dann machen wir einfach nur das andere Tor hier auf. Na gut, nicht unbedingt das, was ich gewollt hätte. Oh, da ist schon wieder alles kaputt. Krass, ne? Die sind eigentlich das gleiche Level wie wir, ne? Level 53, trotzdem fallen die da hier mit einem Schlag um. Die Hälfte haben wir auch schon wieder geschafft, eigentlich zu Level 54. Und dann dauert das ja tatsächlich nicht mehr allzu lange bis zum ersten Einsteiger-Raid. Ich weiß nur nicht, ob... Okay, den Raum hier hätte man sich irgendwie schenken können. Da ist ja fast gar nichts. Der Azur-Aufseher. Na gut, dann komm mal her. Oh, du hast sogar einen Freund dabei. War zwar nicht eingeladen, aber ist okay. Das machen wir rasch. Wer ist denn das? Oh, Heubart? Den haben wir doch schon mal besiegt. Warum ist denn Heubart schon wieder da? Aber jetzt sollte er auf jeden Fall besiegt sein, hoffe ich. Aber gleich auch nochmal... eine Mission abgeschlossen, da unten links. Und ich glaube, wir haben sogar, jawohl, wir haben sogar einen Akasha bekommen. Minderwertiger Akasha werden wir natürlich nachher auch gleich mal ausprobieren. Jetzt geht es erstmal gleich direkt weiter in die nächste Episode. Das sind ja so ziemlich meine liebsten Folgen, wo es wirklich einfach von einer Mission gleich in die nächste geht oder von einer Episode gleich in die nächste. Einfach ganz viel Hau drauf Action, aber... wir haben jetzt da doch eine kleine Nebenquest, die würde ich dann doch gerne mal abgeben. Moment, Xivus, hier, bitteschön. Das sollte sich ja hoffentlich positiv auswirken auf unser Verhältnis hier. 30 von 60 steht da, das ist natürlich ein bisschen wenig. Ah, ich sehe schon, der möchte wieder was vom Heulbart haben. Auch so haben wir natürlich wieder ein paar Nebenquests offen in zwei Kampfarealen. Die werde ich jetzt dann natürlich im Anschluss an dieses Kampfareal beenden. Die Monster 출력 지속 상승 중. 진도 3, 4, 5. 계속 올라가고 있어요. 본격적으로 파넬 모양이군요. 늦지 않겠습니까? 아슬아슬합니다. 하지만 불가능한 수준은 아니니 서둘러 주세요. 다시 한번 말하지만 반드시 막아야 한다. 시온이 깨어나면 이곳은 아니 이 세상은 끝이야! 단 한 명에 의해 세상이 끝이라. 너무 비현실적인 것 아닌가요? Interessant, ne? Der Dr. Stoff sonst immer ganz, ganz ruhig, plötzlich voller Panik und treibt uns hier wirklich an. Gut, ich kann ihn ja auch verstehen, warum er die Kinder beschützt hatte, aber... es hat doch schon am Anfang so vieles darauf hingedeutet, dass sie nichts Gutes im Schilde haben. So, geh mal hier kaputt. So, perfekt. Da vorne noch die zwei mit dem Trier-Sieb. Oh, da kommen gleich noch ein paar mehr vorbei. Und das war nicht einmal der Trier-Sieb, aber es macht nichts. Dann kommt der halt jetzt. So, auch das hätte man sich hier sparen können. Hallo, meine Lieben. Wie geht's euch? Ich hoffe, es war ganz gut. Alles cool, ne? Nur eine kleine Routine-Inspektion. Ich muss ja sehen, ob das hier noch alles passt, was ihr da so treibt.
Aber ich glaube, das sieht soweit ganz gut aus. Auf Befehl legt ihr euch hin und macht nichts mehr. Das sieht sehr gut aus. Sehr schön. Dass ihr kommt zum Verteidigen, das ist ja an sich auch der Programmierung entsprechend. Da kann ich euch jetzt ja nicht mal groß einen Vorwurf machen. Oh je, jetzt wird es aber ganz schön dramatisch. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier dann gleich auf uns zukommt. Also so dramatisch wie das ist, könnten wir jetzt hier schon eigentlich gleich soweit sein. Ah, hier noch nicht. Das müssen wir einmal durchmachen, das kennen wir ja schon. Da hinten ist wieder der hübsche Schalter. Dann können wir das andere Tor aufmachen und dann geht's in die nächste Ebene. Und da könnte vielleicht dann der nächste Boss auf uns warten. Ich glaube ja nicht, dass wir den Burgunhold heute noch oder ja überhaupt stoppen können. Schon gar nicht rechtzeitig. Also das ist, glaube ich, klar wie sonst irgendwas, dass wir das nicht schaffen werden. So, Schockspalter, leg dich doch mal jetzt hin. So, das war auf jeden Fall nicht der Programmierung entsprechend, dass du da einfach rumstehst. Darum musste ich dich jetzt hier leider außer Gefecht setzen. Es tut mir leid. So, erster Knopf, zweiter Knopf, perfekt. Und dann geht's da drüben weiter. Oh, immer noch nicht. Mensch, jetzt macht es doch nicht so spannend. Ah, die Musik, die läutet das ja auch schon eine Spannung pur. Was jetzt davon zukommt. Und dann bin ich endlich eigentlich dem großen Ziel näher gekommen, mal mittendrin, statt nur dabei zu sein. Also wirklich vom Level ganz vorne mit dabei sein. Es hat ja wirklich, oder es dauert ja wirklich sehr, sehr lange, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie lange ich hier eigentlich schon Soulworker spiele. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, um die genauen Zahlen zu nennen, aber es ist gar nicht mal so wenig. Wenn wir einfach mal rechnen, wir haben jetzt ungefähr 72 Folgen gemacht, ne? 72 Folgen. Also 20, 30 Minuten, ich würde sagen, so im Schnitt sind wir bei ungefähr 23 Minuten oder sowas. Das, ja, mal 10 und dann nochmal mal 7, also viele, viele Stunden, die da auf jeden Fall schon investiert worden sind. So. Ich würde auf jeden Fall mal spontan behaupten, man braucht mehr Zeit als in WoW, um hier wirklich ganz vorne vom Level dabei zu sein. Wobei, da kann ich jetzt, okay, warte mal, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, da wir das ja sehr langsam auch gespielt haben. Ne? Das muss man vielleicht auch dazu sagen, wir haben ja wirklich jeden Text durchgelesen, zumindest der Hauptstory entsprechend. Ist klar, dass da natürlich unheimlich viel Zeit auch drauf geht. Der fahle Wächter. Und wir sind schon wieder im Freien. Naja, hätten wir es vielleicht gleich mit der Wahrheit probiert, wäre es vielleicht ein bisschen anders gelaufen, aber das weiß man ja vorher nie. Boah, krass, das waren jetzt, wow, das waren 18 Level, glaube ich, also 18 Lebensbalken, die wir da weggerissen. Oh, das war noch nicht mal der Endgegner. Oh, Entschuldigung. Mensch, jetzt habe ich da meine ganze Munition hier an dem anderen Kerl da verbraucht. Jetzt muss ich da hier echt... Ah, das kostet hier wieder Zeit. Aber macht nichts. Schau mal, auch du stehst eigentlich gar nicht so lang... Oh, das ist unfair. Aber wobei, Lebensbalken, ja, da haben wir jetzt schon ganz schön was verloren an Leben. Also es hat schon ein bisschen wehgetan, da einfach nur dran zu stehen. Aber das ist so ein bisschen meine Art zu zocken.
늦었나? 이제 모든 게 끝장이다. 저것이 최초의 니어 소울 워커. 아직까진 특별한 에너지 반응은 없습니다. 깨어나기 전에 저지해야 합니다. 흥, 호들갑들이 떠는군요. 힘으로 깔아뭉개면 그만 아닌가요? Wollte gerade sagen, wo ist denn die fette Maschine hin? Aber wir sind leider doch zu spät. Susie wurde von Arvel, ja, entführt möchte ich es jetzt nicht sagen, aber befreit und irgendwo hingebracht in einem rasenden Tempo. Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, da bin ich jetzt echt gespannt. Ich glaube leider, sie wird jetzt dann vielleicht schon in der nächsten Episode das erste Mal unser Gegner werden. Schwer zu sagen jetzt im Moment. Okay, keine Nebenquests offen. Dann starten wir doch gleich mal das Gespräch mit Dr. Stoff. Es ist vorbei. Susie ist erwacht. Jetzt haben wir wirklich keine andere Wahl mehr. Nein, wir haben noch Zeit. Der Prototyp ist noch nicht aufgewacht. Ja, die Strahlenwerte des Prototyps sind sehr instabil. Man könnte es mit einem Menschen während der Siesta vergleichen. Wir sollten noch was tun können, bevor er erwacht. Und was, wenn er genau dann erwacht? Da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Jetzt bleibt uns nur das. Ihr gebt ja wirklich nicht so leicht auf. Es kommt ja auch kein Prinz eingeritten, wenn ich aufgebe. Na gut. Ihr wollt ja auch nur leben. Genauso wollen sicherlich auch die Kinder nur leben. Wie kannst du so etwas in dieser Situation sagen? Wenn wir nicht aufpassen, gehen wir alle drauf und diese Kerle kommen davon. Die Bloodsoul-Worker erwecken Susie nicht, um uns zu vernichten. Auch die erwachte Susie versucht nur, sich selbst zu schützen. Egal, ob Selbstverteidigung oder sonst was, ich will nicht sterben. Amanda, woher kommt die Strahlung des Prototyps? Er scheint sich zu erholen. Er ist immer nur am selben Ort und bewegt sich nicht. Gehen wir dahin und sichern den Prototyp. Und dann? Naja, das sehen wir dann. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Das hoffe ich allerdings auch, aber ich glaube fast, wir werden zu spät sein. Es ist doch immer so. Leider. Nur noch die paar Nebenquests ab. Eine haben wir schon, die zweite wartet hier auf uns. Und dann... Oh, wie ich sehe, treten wir als nächstes gegen Bloodsoul-Worker Naran an. Also das zumindest verrät mir hier das Ziel der nächsten Quest.